Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ein Problem. Wir haben eines, das in mindestens 17 Ländern der Europäischen Union weitgehend unbekannt ist, darunter, Überraschung, auch Ungarn. Viele Menschen, denn dort, liebe Kolleginnen und Kollegen, dort gibt es schon lange das Wahlrecht für Drittstaatsangehörige. Bei uns gibt es das nicht, das kommunale Wahlrecht. Und viele Menschen, die dauerhaft in Deutschland wohnen, Steuern zahlen, das System der Sozialversicherungen stärken, ihre Kinder an der Bildung beteiligen, sich in Vereinen und Verbänden engagieren, ihren Beitrag zum Wohlstand dieses Landes und zu seinem Erfolg leisten, dürfen nicht wählen. Sie sind systematisch von der Teilhabe an demokratischen Wahlen ausgeschlossen. Noch nicht einmal in den Kommunen, dort, wo Demokratie besonders direkt erfahrbar ist und gelebt werden kann, haben sie das Recht auf demokratische Teilhabe. Wir halten dies für eine eklatante Schieflage in Fragen der Demokratie. In meiner Heimatstadt als Beispiel haben etwa 37 bis 38% der Nachbarinnen, der Einwohnerinnen einen Migrationshintergrund. Bezogen auf die Wahlberechtigten darf etwa die Hälfte der Eingewanderten wählen und damit mitbestimmen, weil sie EU-Staatsangehörige sind, ohne deutschen Pass, die andere Hälfte nicht, weil sie aus Drittstaaten stammen. Damit ergibt sich ein enormes Ungleichgewicht, das auch bei der Gestaltung kommunaler Politik durch die Parteien seinen Niederschlag findet. Welchen Anreiz, meine Damen und Herren, sollen Menschen haben, ihre Ideen einzubringen, wenn sie weder ein aktives noch passives Wahlrecht haben? Und welchen die Parteien und Fraktionen die Belange von Migrantinnen in ihre Überlegungen und Programme einzubeziehen, wenn sie dafür keine Wählerstimmen bekommen können? Die Wichtigkeit des kommunalen Wahlrechts für Nicht-EU-Ausländerinnen wird von einem überwiegenden Teil der Bevölkerung anerkannt. Herr Professor Bovermann hat darauf hingewiesen. Einer repräsentativen Umfrage von Infratest DIMAT im Auftrag des Landesintegrationsrates zufolge sprechen sich 59% der deutschen Bevölkerung und in Nordrhein-Westfalen 62% der Bevölkerung der Befragten für ein kommunales Wahlrecht auf. Dies zeigt, dass den meisten das gar nicht so richtig bewusst ist und dass sie sagen, selbstverständlich sollen unsere Nachbarn mitwählen können, denn sie leben ja an unserer Seite und sie gestalten unsere Kommunen mit. Und auch, meine Damen und Herren von der CDU, auch Ihre Wählerinnen und Wähler sind zu über 50% der Überzeugung, dass es ein kommunales Wahlrecht für Nicht-EU-Ausländer geben muss. Das heißt, es ist doch für alle eigentlich selbstverständlich und, wie ich schon eingangs ausführte, in den meisten Ländern Europas auch schon längst eingeführt. Das zeigt, dass eine Diskussion, wie wir sie jetzt hier auch noch weiter führen wird, nicht nur überfällig ist, sondern in Teilen der Argumentationslinie eher rückwärtsgewandt als nach vorne gerichtet. Jetzt gibt es an vielen Stellen die Argumentation, die insbesondere die Kolleginnen von der CDU gerne aufbringen, die sagen, ja, dann sollen die sich doch einbürgern lassen. Ich will jetzt mal diese ganze Diskussion um die Doppelstaatlichkeit vielleicht mal außen vor lassen, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe. Aber diese Diskussion um die Frage der Einbürgerung ist ja nicht ohne Schwierigkeiten. Und an dieser Stelle möchte ich mal einen CDU-Kollegen zitieren, der in einer Veranstaltung gesagt hat, da ging es um die Frage halt auch Rechte und partizipatorische Fragestellungen von Migrantinnen und Migranten, hat er gesagt bei der Diskussion um die Frage Einbürgerung, dass er, lebte ja in der Türkei für längere Zeit, auf keinen Fall auf seinen deutschen Pass verzichten würde. Und das zeigt doch, wie schwierig das ist, die Einbürgerungsdebatte nach vorne zu führen. Und unter den vielen Resolutionen, die uns erreicht haben, die die Verfassungskommission erreicht hat, da haben ja alle Ratsfraktionen unterschrieben in den Räten, da haben CDU-Ratsfraktionen unterschrieben, da haben FDP-Ratsfraktionen unterschrieben. Und Herr Wolf, also die schönste Rede zum kommunalen Wahlrecht und dass wir die denn jetzt nun dass wir es jetzt nun endlich einführen sollten, habe ich von meinem
FDP-Ratskollegen in Remscheid gehört, der sich für die freiheitlichen Werte der FDP in diesem Zusammenhang sehr intensiv stark gemacht hat und für das kommunale Wahlrecht geworben. Deswegen freue ich mich auch noch mal auf die Diskussion. Ich glaube, wir müssen sie dringend führen. Und ich bin gespannt, wie die Argumente dann demnächst noch gelebt werden werden. Und ich freue mich darüber, dass wir stimmen natürlich der Überweisung zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin.